Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ich bin's, der Black. Jo, und wir sind mittlerweile in Runde 22 angekommen. In der Rückrunde natürlich schon längst und auch dieses Mal gibt's ein Rückspiel und zwar das Spiel Batman versus. Batman versus Clever. Das gab's und zwar gestern auf Geos Kanal im Übrigen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da mal rein. Clever hat 3:0 gewonnen. Entsprechend seht ihr hier die Tabelle. Er hat sich wieder ein bisschen von Schäfi, der auf Platz 2 ist, absetzen können. Und, Batman logischerweise bleibt auf Platz 9. Direkt dahinter bin ich. Ich habe aber noch ein bisschen aufzuholen. Insofern, diese eine Niederlage wird dem Batman noch nicht gefährlich. Gut, heute sehen wir stattdessen das Spiel Bockwurst versus Antheas. Und, ich denke, ich quatsch mal nicht so allzu lange. Wir gehen einfach rein. Da ist er, Bockwurst Antheas im Fangornwald. Gespielt am 5.9. Ein aktuelles Spiel. Das heißt, Bockwurst potenziell wieder etwas stärker als bei Spielen, die schon etwas älter sind. Er hat ja durchaus eine gewisse Lernkurve hingelegt. Gucken wir mal. Okay, und da sind wir. Mitten im Fangornwald. Antheas hat die Menschen erwischt. Und Bockwurst ebenfalls. Ein Menschen Mirror. Ja. Der Krieg der Menschen hat begonnen. Gucken wir mal, sind ja vielfältige Strategien möglich mit beiden Völkern, also mit dem Menschenvolk halt eben, eigentlich mit den vielen Völkern sind vielfältige Strategien möglich, je nachdem welche gewählt wird. Hier wird zum Beispiel erst auf die Kaserne gegangen, ein direkter Kasernenstart, während hier ein Rufstoffstart gemacht wird. Ja, bin mal gespannt. So, erstes Gehöft steht, jetzt sollte definitiv auf jeden Fall eine Kaserne kommen. Die ist auch im Bau, direkt hinter der Festung. Das heißt, ist nicht so leicht angreifbar. Vielleicht gar nicht mal so doof. So, der nächste Baumeister ist ebenfalls fertig und wird schon in den Dingens geschickt. Im Moment muss man sagen, natürlich ein kleiner Rohstoffvorteil für den Bockwurst. Weil, naja, Antheas halt logischerweise ein Gehöft weniger hat. Der kann aber dafür und macht das auch direkt ein paar Soldaten ins Gefecht hauen. So groß ist der Abstand nicht, als dass man da eventuell durchaus stören könnte. Insofern könnte sich durchaus der Kasernenstadt auch hier wieder als Vorteil erweisen. Wir werden es sehen. So, okay, Kasernen stehen. Die Gegenoffensive wird ebenfalls geschadet, beziehungsweise die Gegeneinheiten. Auch das wird wahrscheinlich nicht komplett ausreichen für beide. Wir können mal kurz auf die Fähigkeiten gucken. Bockwurst hat sich die Heilung geholt, während Antheas den Schlachtruf geholt hat. Das heißt, theoretisch sind die hier stärker und trotz Heilung müssten die das auch schaffen können, wenn der Schlachtruf kommt. Bockwurst hat sich aber auch direkt ein paar neue Gondor-Soldaten bestellt. Das heißt, da wird es auf jeden Fall Nachschub geben. Okay, Antheas direkt schon in Störerlaune, geht auf Bockwursts frisch gebautes Gehöft zu. Und los geht's direkt. Ja, da kam der Schlachtruf, war zu erwarten. Entsprechend, wie gesagt, Antheas ein bisschen Vorschub. Während Bockwurst aber eher auf Ablenkung geht, zumindest erst einmal, und sagt, jo, ich gehe auf Verteidigung, mach das ein bisschen langsamer. Was keine dumme Strategie ist, da sind nämlich die Nächsten und irgendwann ist der Schlachtruf zu Ende. Das heißt, da kann man dann immer noch wieder hochschalten. Die sind aber auch auf Verteidigung, die würde ich jetzt so langsam mindestens auf Normal stellen. Ja. Allerdings ist es ja auch wie bei Bockwurst und Antheas der Fall, beide haben Allerdings, hier oben haben wir schon einmal eine Bogenschützen-Einheit. Wir können mal ganz kurz gucken, wie es bei Antheas aussieht. Der hat tatsächlich eben aufgrund des Rohstoffnachteils noch keine Bogenschützen-Einheit am Start. Die werden auch gebaut und damit kann sich Bockwurst für sehr gut verteidigen. Muss man sagen, das könnte gut laufen. Das Gehöft hat er trotzdem verloren, hat sich aber verdammt gut dagegen verteidigen können. Wenn jetzt hier ordentlich nachproduziert wird, und das wird, ist der Fall, dann kann da Bockwurst durchaus was reißen. So, okay, jetzt wird hier oben auf die Einheiten gegangen, während Antheas versucht, diese Armee ein bisschen zu retten. So leicht wird es der Antheas jetzt nicht mehr haben. Jetzt hat er hier ein paar Einheiten, die würde ich auf Angriff stellen. Ist immer ein bisschen effektiver. Vermutlich verliert er auch noch dieses Gehöft, aber wenn Bockwurst jetzt nachproduziert wie ein Wilder und, zumindest bei den Soldaten ist es der Fall. Ich würde noch ein paar Bogenschützen mit raushauen, gerade am Anfang für die Defensive keine dumme Idee. Nun gut, aber hier oben das Teil scheint er retten zu können, hat er retten können, das heißt,
potenziell sieht sehr gut aus für Bockwurst im Moment. Da kann man sich echt nicht beschweren. Fähigkeiten, er hat seine Fähigkeit noch nicht mal eingesetzt, obwohl hier so ein einsamer Gondor-Soldat noch durch die Gegend wurschtelt. Der übrigens noch Stufe 1 ist, das heißt, wenn der nicht irgendwie geheilt wird, allerdings wird er das auch hier, kriegt er Probleme. Bockwurst selbst geht aber auch ein bisschen in die Offensive mit ein paar Einheiten, gewisse Störerhaftung sozusagen. Antias versucht auch untenrum, hat mittlerweile auch nachgerüstet und rüstet weiter nach, denn ein Pferdestall ist im Start, wäre auch die einzige Möglichkeit, sagen wir mal, hier die Verteidigung zu durchbrechen. Das kann sich aber ändern, sobald mal ein paar Turmwachen aufs Feld kommen. Das sollte Bockwurst mit einberechnen, dass er sich wenigstens einmal ein paar Turmwachen mitgönnt. Denn anders geht's nicht. So, mittlerweile hier unten der Angriff mal von Bockwurst Seite, der durchaus, ja, wie gesagt, abgeschlagen werden kann. Aber, wie gesagt, wenn es richtig angestellt wird, hätte ich eigentlich gedacht, kriegt er das hin. Hat er in der Form hinbekommen, dass Antheas, um ein paar Rohstoffe zu retten, das Teil abgerissen hat. Allerdings 40 Rohstoffe, das waren 2 Ticks in etwa, das hat sich dann schon fast nicht mehr gelohnt. Hier unten hingegen gibt es einen Gegenangriff von Antheas. Sehr spannendes Spiel von beiden, muss man echt sagen. So. Und hier wird Antheas verfolgt. Natürlich hat es auch dieses Gehöft erwischt. Das wird den Bockwurst aber erstmal in der Form nicht stören. Er baut direkt neu. So. So, okay. Auch diese Einheiten sind weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine effektive Dauerstrategie ist. Allerdings, wie gesagt, Antheas hat bereits umgestellt. Hier sind Pferdchen am Start und es kommen auch weitere raus. Die würde er jetzt nicht einzeln losschicken. Da würde er sich noch was holen. Aber sobald das der Fall ist und keine Turmwachen irgendwo in der Nähe sind, könnte das bereits ein Problem werden für unsere Bockwurst. Aber gucken wir mal. Noch nicht aller Tage Abend. Bockwurst schlägt sich, muss ich sagen, wirklich sehr gut. Konnte alle Angriffe abwehren, hat sogar einen Gegenangriff gestartet. Der war zwar relativ verlustreich, aber auch er konnte gewisse Störungen anbringen. Und ja, Antheas weiß jetzt, okay, ich darf mich nicht nur auf den Angriff verlassen. Ein bisschen Verteidigung sollte schon sein. So, gucken wir mal, hier kommt der nächste Angriff von unserem Antheas. Bockwurst hingegen geht ebenfalls rein. Haut die Bogenschützen direkt auf die Bogenschützen von Antheas. Das ist sehr gut gemacht. Boromir ist auch schon am Start. Der knallt hier gleich noch mit. Allerdings kommen jetzt ein paar Reiter. Das war abzusehen. Na, gucken wir mal. Nein, die Bogenschützen hauen doch nicht auf Bogenschützen, sondern auf Gondor-Soldaten. Und das wiederum ist schlecht für Antheas. Jetzt kommen aber Turmwachen. Schlecht für Bockwurst. Jetzt kommen aber Turmwachen. Dennoch muss er sich ein bisschen zurückziehen. Wenigstens in die Turmwachen rein. Die würde ich vorn halten. Okay, der Angriff, würde ich fast sagen, war relativ erfolgreich. Da wird Bockwurst jetzt sich erstmal wieder aufbauen müssen. Das hat Antheas gut gemacht. Einerseits, wie gesagt, die Bogenschützen von hinten haben locker vorn alle weggeschlachtet. Es kam ja noch der Schlachtruf hinzu. Dann die Pferdchen. Das war sehr gut getimt alles von Antheas. Bockwurst schlägt sich gut, aber dauerhaft wird es natürlich schwierig. So, der holt sich jetzt aber den Marktplatz, um noch ein bisschen Rohstoffbonus zu bekommen. Während hier unten allerdings auch schon die zweite Kaserne steht. Das heißt, der potenzielle Aufbau ist derzeit von Bockwurst schneller, von Antheas schneller gemacht. Das heißt, wenn er mehr verliert, ist es außer für die Fähigkeitspunkte nicht ganz so schlimm. Allerdings liegt er da auch momentan vorn, schon allein wegen diesem verheerenden Angriff am Anfang oder jetzt. Und natürlich, weil er doch ein paar mehr Gebäude des Gegners erwischt hat. Nun gut. So. Mittlerweile kommen dann hier die eine oder andere Turmwache mehr. Hier wird upgegradet, das heißt, mittlerweile sind zumindest die Waldläufer möglich, die ja auch durchaus den Einsatz hat mittlerweile Bockwurst, denke ich, gemeistert, vor allem die Fähigkeit. Noch besser wäre es natürlich, hier auf die Feuerpfeile zu gehen. Das wird er sicher bei nächster Gelegenheit tun. Allerdings, muss er halt gucken, dass er die Gelegenheit auch bekommt, denn Bockwurst... Quatsch, Antheas ist natürlich auch auf dem Weg in Richtung Bockwurst, wird nicht ruhen. Andererseits muss man auch sagen, diese Strategie hat gegen mich ja durchaus schon mal funktioniert. Na? Und die Möglichkeit, dass sie noch einmal weiteres Mal funktioniert, ist gegeben. So, was ich an Bockwurst Stelle machen würde, wäre auch mal ein paar Gegenreiter zu hauen. Dass man da zum Beispiel hier hinten
diese Bogenschützen effektiv aus dem Rennen nehmen könnte. Boromir mittlerweile auch auf der Gegenseite am Start. So. Dafür hat es aber hier die kompletten, das komplette Fußvolk erwischt. Gut gemacht ist, dass die Turmwochen hier hinten stehen. Schlecht gemacht ist, dass, ja, dass es ein paar Bogenschützen erwischt. Gut gesetzt von Antheas, gut gesehen. Eine Bogenschützeneinheit scheint er komplett aus dem Rennen genommen zu haben. Ich würde Boromir jetzt zurückziehen. Der ist alleine chancenlos. Ja, tut er auch. So, damit kriegt er schon wieder Brunnenheilung, das ist gut. Er konnte den Angriff abwehren, aber zu hohen Verlusten. Das war aber auch abzusehen. So, wir sind bei 2%. Auffällig ist, Bogwurst hat noch keine seiner Fähigkeiten eingesetzt. Ich glaube, er hat noch kein einziges Mal die Heilfähigkeit, die er sich gekauft hat, auch wirklich benutzt. Insofern die Punkte halt wirklich besser ausgegeben beim Antheas, denn logischerweise, er nutzt die Einheiten halt auch. So. Hier hinten werden mittlerweile Waldläufer zusammengezimmert. Diese sind natürlich auch nicht uneffektiv. Allerdings auch auf der Gegenseite gibt es Waldläufer. Wird man sehen, wer sie besser einsetzen kann. Denn eben diese Fernschutzfähigkeit, die kann durchaus was reißen. Haben wir mittlerweile festgestellt. Und dass Bockwurst damit mittlerweile auch ganz gut umgehen kann. Auch das haben wir feststellen können. So, mal gucken, was haben wir hier eigentlich hier? Spezialeinheiten, naja, gut, das ist nicht so wild. Die Rohstoffe vom Troll sind da eigentlich das Schönere. So, okay. Die Pferdchen rücken wieder aus. Na, wie gesagt, sehr defensiv Bockwurst, kennt man von ihm. Das funktioniert manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Ist der Erntesegen. Der Erntesegen ist bereits am Start. Naja, gucken wir mal. Hier gab es ein kleines Upgrade, hier unten auch. Jetzt rückt Antheas wieder vor. Und zieht auch von oben Waldläufer mit ran. Okay. Hier hinten kommt mittlerweile eine Kaserne. Okay, kein Stall. Also ein weiteres rohe Produktionsgebäude ist schon richtig und wichtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da... Oh, da ist jetzt was Dummes passiert, fürchte ich. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Ich glaube, er hat versehentlich eine Einheit in die Festung geschickt, wo sie, naja, aufgelöst wurde. Hat ein paar Rohstoffe wieder bekommen, aber ja, erstmal muss er die wieder produzieren. Was das jetzt war, weiß ich nicht. Es ist... Ja, mir auch schon mehrfach passiert. Aber es ist halt dumm. Ne? Das ist ein Blöde, dass das so einfach geht. Finde ich auch ein bisschen doof. Aber ja gut, es geht halt. So, hier hinten auch. Gerade wenn man zum Beispiel den Ring hat, wählt mehrere Einheiten aus, schickt die Leute rein. Die Leute geben den Ring ab. Ich meine, der ist ja hier, die Ringhelden sind bei mir eh im Turnier nicht erlaubt. Aber wenn es so wäre, ja, der Ring wird abgegeben. Die eine Einheit kommt wieder raus und die anderen, die gehen da rein und sind weg. Doof. So, hier wird demnächst noch eine Schmiede hingezimmert. Das heißt, Bockwurst geht eher auf die, die Fußvolkstrategie. Wird wahrscheinlich die Bogenschützen demnächst ausbauen. Wird in der Schmiede vielleicht noch die Rüstungen erforschen. Wir werden sehen. Eventuell halt auch aber erstmal das als allererstes die Ausstattung erweitern. Allerdings hat Antheas mittlerweile stark die Übermacht. Konnte sich jetzt Aragorn holen. Hier 850, obwohl stark die Übermacht ist, vielleicht ein bisschen stark übertrieben. Nichtsdestotrotz hat der Bockwurst in letzter Zeit die höheren Verluste. Und die muss er erstmal ausgleichen. Wobei man sagen muss, Antheas hat weniger Gehöfte von Anfang an verloren und musste neu aufbauen. Also wird er doch ein bisschen mehr Produktion haben als Bockwurst, weil die halt ein bisschen besser ausgebaut sind. So. Okay, er holte wieder zurück, hat ihn ein bisschen angelockt. Ist vielleicht gar nicht so doof gewesen. Das hier schon. Die Heilung minimal zu früh. Aber auf jeden Fall, es hat jetzt nicht so viel erwischt, wie man hätte denken können. So. Was zum... Ach so, das war... ja, genau. Die können das natürlich auch hier. Ne? Die können das auch. Der Antheas hat die Fähigkeit eingesetzt. Jetzt bleibt so wahr hoffen, dass Bockwurst daran denkt, dass er sie ebenfalls jetzt hat, über den Fernschuss. Denn da könnte er wirklich was reißen. Aber tut er nicht. Doch, tut er. Tut er. Und das hat gesessen. Aber so richtig. So. So. Heißt natürlich, er konnte den Angriff abwehren. Allerdings, ja, nur einen. Und man sieht es hier unten, keine Turmwachen da, nur noch Waldläufer. Das wird nicht gut.
wenn Antea sich entschließt, hier mal hier die Zweier wegzuräumen, dann wird das ein teurer Spaß. Macht er aber nicht. Noch steht er... macht er doch. Noch steht er defensiv da, wollte ich sagen. Jetzt ist die Sache aber durch. So. Ja. Nicht so gut gesetzt. Aber bei Pferde mit dem Bogenschützen treffen, ist eigentlich nur möglich, wenn die Gebäude angreifen und lang genug stehen bleiben. So. Oder du zielst halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, wir sind bei Minute 50. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gequatscht habe. Ich muss das dann hinterher wieder nachschauen. Wird sicher sehr interessant, auf jeden Fall. So. Aber ich denke mal, mit ein oder zwei Minuten gequatscht, wenn es dann in die Knappigkeit geht. Und das ist durchaus möglich. Bockwurst ist zwar nicht offensiv, aber verteidigt sich ganz gut. Das könnte sich aber ändern, sobald, ja, da wird sie gebaut, sobald ein paar Belagerungswerke ans Werk kommen und Antea von hinten ein bisschen nach vorn schießen kann, dann muss Bockwurst sich nämlich ein bisschen raustrauen und das wird ein schwieriges Unterfangen, das zu verteidigen. So, Bockwurst baut natürlich wieder die Gehöfte auf, die werden für euch die Pferde recht effektiv klein gehalten. Läuft ganz gut, hat zwar 950, aber Antias hat schon die Belagerungs- oder die Gehöftgrenze erreicht. Nicht die Gehöftgrenze, also die Kommandeurspunktegrenze. Und es kann durchaus sein, dass er halt auch da schon einen Überschuss hat. So, weiterer Angriff kommt. Da weiß ich nicht, hätte ich vielleicht sogar gewartet, bis ich die Schleudern habe. Aber andererseits schadet ja auch nicht zu warten, bis man soweit so gut durchkommt. Wie sieht es hier hinten in der Schmiede aus? In der Schmiede wurde nichts gekauft, noch nicht zumindest. Na naja, gut, da muss ja auch erstmal die Produktion. Was bringt es, Einheiten auszurüsten, wenn man keine hat? So, hier hinten geht wieder ein Pfeilhagel drauf. Diesmal unterstützt. Unterstützt mit Wolkenbruch. Sehr gut gemacht von Antheas. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, die gegen Reiter funktioniert. Weil die ja dann einhalten müssen. So. Okay. Mittlerweile sieht es aber sehr gut aus. Der Brunnen ist weg. Damit ist, sagen wir mal, ein Großteil der Verteidigungslinie schon durchbrochen. Und er kann eigentlich von hinten immer nur Einheiten nachziehen. Die Sache ist ruhig. Antheas wird das Teil wahrscheinlich nach Hause fahren. Und hier würde nochmal ein Pfeilhagel ausgeführt. Wurde aber ausgewichen. Ja, das geht. natürlich manchmal mit Glück. So einfach ist es nicht, wenn man die Einheit gerade ausgewählt hat. Das sieht, kann man auch eine Nahkampfeinheit durchaus durch die Gegend wegziehen. Aber wie gesagt, es ist verdammt schwierig. Man muss es extrem gut getimt haben und ein bisschen Glück ist da auch immer dabei. Oder in dem Fall war es halt wirklich so, die Einheiten sind schon nach vorn gelaufen, als der Feuerpfeil kam, also als der Pfeilhagel kam. Heißt im Klartext, da war keine Notwendigkeit mehr großartig was zu unternehmen. So. Der Pfeilhagel, der saß schon ein bisschen besser, der hat die Festung leicht zurückholen können. Das war, Bockwurst-Pfeilhagel, der hat sich mittlerweile auch eingekauft. Der Marktplatz ist auch weg. Okay. So, die Pferdchen wurden zurückgezogen. Ich glaube aber, ob das jetzt wirklich notwendig war, die Pferdchen jetzt zurückzuholen. Ich würde jetzt einfach alles reinhauen. Da ist nicht mehr viel. So, Bockwurst hat aber hier, wahrscheinlich um Rohstoffe freizukriegen, was auseinandergenommen. Also sprich, der hat die Schmiede abgerissen. Müssen wir mal gucken, ob er sich irgendwo noch versucht aufzubauen. Hier oben, das ist aber Antheas, ne? Ja. Hier oben ist er nicht. Na gut. Hier. Er hat wahrscheinlich versucht, noch einen Baumeister zu bauen und geht mit dem durch die Gegend. Hier unten muss noch was sein. Jawohl. Aber das wird es nicht reißen. Gut. War zu erwarten. Dennoch muss man sagen, Antheas ist ein starker Spieler. Irgendwo steht immer noch was, aber ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Antheas ist ein starker Spieler, auf jeden Fall. Bockwurst hat sich aber ganz gut geschlagen. Das darf man durchaus mal erwähnen. Insofern, auch wenn er momentan nur auf Platz 13 ist, das heißt, die Disqualifikation weggerechnet, nur auf dem vorletzten Platz, das war durchaus ein Spiel, was gegen schwächere Gegner ganz anders hätte ausgehen können. Und,
Ich gratuliere hiermit natürlich dem Antias, der sich weitere Punkte verdient hat. Hat jetzt 33, steht mit Powerkartoffel auf Platz 6. Aber Bockwurst gratuliere ich auch. Auch wenn er verloren hat, er hat sich gut geschlagen, finde ich. So, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne und tschüss.